Wenn der Winter nun endlich beschließt, uns für dieses Jahr vorerst zu verlassen, so können wir uns zu Recht darauf freuen, den Frühling in unser Haus zu holen. Wie gelingt uns das besser als mit selbstgestalteten, liebevollen Dekorationen? Ein altes, doch immer wieder neues Thema ist das Marmorieren. Mit Wasser und Marmorierfarbe gelingen im Nu die schönsten Marmoriereffekte. Für fröhliche Ostereier genau das Richtige und kinderleicht. Mit der Restfarbe können Sie gleich noch ein Stück Papier marmorieren, um für Ihre Lieben zu den Eiern die passende Osterkarte zu gestalten. Eine Geschichte, die etwas mehr Zeit und Geduld erfordert, ist eine ganz neue Falttechnik. Florigami, so heißt sie. Außer Zeit brauchen Sie das entsprechende Papier, ein Falzbein und Papierkleber. Schauen Sie, wie Blüte für Blüte wächst. Ob Sie Ihren Florigami-Blütenball mit oder ohne Lichterkette gestalten wollen, bleibt Ihrem ganz persönlichen Geschmack überlassen. Eine kleine Tischlampe für Ihren Ostertisch ist mit Lampenfolie und passender Serviette ganz einfach selbst herzustellen. Und zum Schluss noch einmal ein Leuchtobjekt. Zu Ostern natürlich ein Leuchtei. Mit einem Acrylglasei, Strohseide, eventuell einem Serviettenmotiv, etwas Klebstoff und einer Lichterkette haben Sie im Nu ein hübsches, leuchtendes Osternest gezaubert. Wir wünschen Ihnen eine schöne vorösterliche Zeit.